Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Risen 2 Dark Waters. Beim letzten Mal, ja, sind wir hier auf Antigua angekommen und haben Slane und Alvarez getroffen. Slane, der ja den Blutopferdolch, ein weiteres der Artefakte, besitzt. Das Problem ist, Slane hat das Artefakt auf einer, ja, Insel versteckt und Alvarez will ihn hier nicht weglassen, bis Slane ihm genau dieses Artefakt gibt. Was natürlich ein gewisses Problem in sich birgt, wenn man das mal so bezeichnen möchte. Und ja, wir müssen jetzt also hinter dem Rücken von Alvarez Slanes Schiff mit Sachen beladen, Kanone, Pulver, Fisch, Wasser und einen neuen Steuermann braucht er. Und dann wollen wir mit ihm zu der Insel segeln und den Blutopferdolch holen. Gut. Aber wir werden uns in dieser Folge erstmal noch ein paar andere Kleinigkeiten widmen. Erstens haben wir beim letzten Mal ja gelesen, dass es hier im Lagerhaus irgendwo einen Strick geben soll. Einen weiteren dieser legendären Gegenstände und den wollen wir uns doch mal durchaus besorgen. Wenn wir schon mal dabei sind. Och, das ist sowas. Zack. Es ist manchmal mit dem Analogstick ein bisschen schwer. Schwertklinge Seelenruf. Ach, guckt mal, da können wir vielleicht auch irgendwann ein schöneres Schwert herstellen. Das ist natürlich cool schon mal. Brauchen wir bloß noch den Griff von Seelenrufer und das Talent Schmieden natürlich. So, aber hier sehe ich nirgends einen Strick, aber da können wir... Moment, da ist noch eine Kiste. Noch eine 30er Kiste. Und zack. Einfach mit dem Dietrich ein bisschen hin und her, dann geht das schon. Ohrring des Duellanten. Apropos, wir haben doch beim letzten Mal so ein cooles Amulett gekriegt, ne? Hatten wir doch so ein cooles Amulett, meine ich. Auf jeden Fall besser als der blöde Glücksbringer, dieser Piratenanhänger. So, und dann benutzen wir mal unser Äffchen und schicken das mal durch das Loch da, wo wir nicht durchkommen und gucken mal, ja, was wir noch so finden können. Zack. Der kann hier hochklettern. Klettern. So, da haben wir einen Knochen, eine Schaufel, die das Äffchen einfach reinstecken kann, eine Fackel und da haben wir den Galgenstrick, perfekt. Und da haben wir noch eine Kiste, die der Affe öffnen kann und wo er wahrscheinlich auch alles, ja, 132 Golden rum, stecke ich in die Tasche so als Affe. So, dann wieder zurück. Zack, und damit haben wir auch den Galgenstrick und dieser Galgenstrick... Der bewirkt Musketen plus 10. Der Strick wurde mit einer Muskete durchgeschossen. Das ist natürlich unglaublich hilfreich für uns. So, dann wollen wir, bevor wir jetzt auch richtig weitermachen, will ich mal ganz kurz gucken. Wir haben beim letzten Mal auch eine Schatzkarte gefunden. Dann will ich doch mal gucken, wo die ist. Ach so, das ist da hinten. Ach, am Weststrand, okay. Ja, okay, das dauert noch ein bisschen. Ich könnte die Schatzkarte jetzt natürlich auch Rick geben. Aber ich will den Schatz eigentlich lieber selbst holen und... Ich glaube, wir machen es einfach so, wir geben ihm die Schatzkarte, wenn wir den Schatz einfach schon gefunden haben. Dann hat ihn eben schon jemand geplündert, mein Gott, ne? Hauptsache, er belädt unser Schiff. So, dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes erstmal in die Kneipe und hören uns da ein bisschen um. Denn wir wollen ja auch noch Nisir finden. Oh, hey, wer bist du denn? Hallo, schöner Mann. Kann ich etwas für dich tun? Ja, vielleicht. Lass hören. Ja, dann würde mich erstmal interessieren... Wo kann ich in Antigua Vorräte kaufen? Eigentlich hat Admiral Alvarez befohlen, den Handel einzustellen. Eigentlich? Nun, jemand wie du findet bestimmt einen Weg, trotzdem an die Sachen heranzukommen. Auf Antigua bekommt man fast alles, was das Herz begehrt. Fast alles? Was soll das heißen? Richtig, was heißt das genau? Fast alles ist ein dehnbarer Begriff. Kommt darauf an, was du haben willst. Ja, super, danke. Ist genauso dehnbar, aber scheißegal. Was machst du den ganzen Tag? Ich halte die Jungs bei Laune, die vom Rum allein nicht glücklich werden. Ah, ich verstehe. Und ich habe eine Menge Spaß dabei. Tatsächlich? Ja, schließlich kann ich auch mal mit den Jungs tanzen, saufen und feiern. Genau, es geht um Tanzen, Saufen und Feiern, ist klar. Kannst du mir was beibringen? Ich könnte dir zeigen, wie du Leute um den Finger wickelst. Ja, okay, dann kannst du mir das ja gleich mal zeigen. Wo gibt's hier was zu holen? Diese Information bekommst du nicht umsonst. Oh. 50 Gold. Und ich sag dir, was ich weiß. Na gut, okay. Moment. Wir können ja... Zeig mir, wie ich überzeugender werde. An was hast du gedacht? Verdammt, ich hab... So gut bin ich auch nicht. Moment, ich hab doch noch gar nicht Silberzunge 2, oder? Ich bin noch nicht gut genug.
Kann ich bei ihr? Das ist ja komisch. Naja, gut, scheiß drauf. Sag mir, wo es was zu holen gibt. Ich habe gehört, dass Admiral Alvarez eine Schatzkarte gefunden hat. Die habe ich doch schon. Die ist vielleicht noch im Haus der Kapitäne. Daneben sind der Friedhof und der alte Blutschwurplatz. Dort könntest du dich auch mal umsehen. Ach so, danke für die Tipps. Gerne, Schätzchen. Wegen der Händler. So, wo kriege ich denn Waffen her? Vor allem eine Kanone hätte ich gerne. Bei wem kriegt man hier Waffen? Bei Donovan, unserem Büchsenmacher, bekommst du die besten Pistolen der südlichen Insel. Wilson hingegen ist ein Schmied. Er verkauft Stahlwaren und schwere Geschütze. Also Kanonen, okay. Woher bekomme ich Proviant? Größere Mengen bekommst du im Hinterland von Antigua. Frag lieber Bill. Er kennt sich dort besser aus. Du findest ihn am hinteren Stadtausgang. Alles klar, okay. Bekomme ich hier auch was Richtiges zu trinken? Du bist hier auf Antigua, Schätzchen. Geh einfach zu Spencer in den Hexenkessel. Dort hängen auch die meisten Seefahrer herum. Okay, wenn du das sagst. So, Diebeskunst 60 habe ich wahrscheinlich auch nicht, ne? Mal ganz kurz schauen. Diebeskunst haben wir 46. Silberzunge 46, aber ich habe doch noch gar nicht, meine ich. Doch, ich habe schon Diebeskunst 2, gibt's ja nicht. Nee, warte, Silberzunge. Doch, ich habe echt schon Silberzunge 2 und ich habe trotzdem so wenig. Ist natürlich nicht ganz so geil. Ich muss echt noch ein bisschen skillen hier, Gerissenheit. Muss aber auch noch Feuerwaffen skillen. Oh, und ich muss noch Klingen skillen. Oh. Früher war alles besser. So, dann gehen wir jetzt aber mal in die Kneipe. Hey, du. Wenn du was trinken willst, geh rein. Wenn nicht, hau ab. Eieiei, bleib doch mal ruhig. Bist du hier der Rausschmeißer? Ei. Wow, der redet nicht viel. Schon mal Probleme mit betrunkenen Seeräubern gehabt? Ei. Alter, gut, danke. Danke, dass ich dir alles aus der Nase ziehen darf. Unter welchen Umständen schmeißt du denn jemanden raus? Wenn er nervt. Ja, und wann nervt er denn? Du schmeißt Piraten raus, weil sie nerven? Ei. Es ist echt nervig gerade. Also er ist mir etwas zu nervig. Wann nerven sie denn? Wenn sie blöde Fragen stellen. Okay. Also, der Typ geht mir auf den Sack, schon allein deswegen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn einer zum Beispiel fragt. Und jetzt hör auf mit dem Scheiß, oder hier wird's ungemütlich. Oh, na da bin ich ja mal gespannt. Du kannst auch ungemütlich werden? Junge, ich bin echt geduldig, aber wenn du noch eine blöde Frage stellst, hau ich dir aufs Maul. Zum Beispiel? aber du kannst ja erstmal. Eigentlich wollte ich bloß ein paar Piratengeschichten hören. Wenn du Geschichten willst, geh zu Mac. Der ist am Weststrand und quatscht dir einen Knopf ans Ohr. Und du bist Zack, alles klar. Ach, jetzt kann ich doch nicht mit ihm prügeln. Schade. Du kannst mir doch sicher ein paar Tricks zeigen. Ei, wenn du zahlst. Ich wollte jetzt eigentlich mit ihm prügeln, aber naja, gut. Zeig mir ein paar Tricks. Dann lass mal hören. Schnittverletzung, da brauche ich Härte. Naja, gut. Ach, jetzt habe ich es verbockt, mich mit ihm zu prügeln. Hast du von den Versunkenen gehört? Mara soll sie aus den Leichen über Bord gegangener Seemänner gemacht haben. Erzähl doch nicht immer so ein Mist. Das ist kein Mist. Es ist wahr. Frag Bill, er ist den Biestern schon begegnet. Wenn Mara hier aufkreuzen würde, bekäme sie erstmal was aufs Maul. Sag das nicht so laut. Wir können froh sein, wenn sie bleibt, wo sie ist. Ich habe keine Angst. Solltest du aber. Erstmal gibt's aufs Maul. So, wer bist du denn hier? Na, gerade von der ersten Kaperfahrt gekommen oder hast du noch gar keine gemacht? Na, ja genau, ist ja langweilig. Ich habe viel Gold und Frauen dabei. Naja, gut. Ist dir langweilig oder warum stellst du so blöde Fragen? Ich meine ja nur, ich habe nämlich noch keine Geschichten von dir gehört. Mein Captain war nämlich schon auf vielen glorreichen Kaperfahrten. Oh. Und das, obwohl er noch so jung ist. Er ist gerissen und klug und für uns fällt auch mal was ab. So, so. Aber sonst geht's dir gut, ja? Du bist, ja, wollte schon fragen, du redest also von Captain Slane. Du redest von Captain Slane? Natürlich, von wem sonst? Captain Slane ist der schlaueste aller Kapitäne. Ich freue mich schon auf unsere nächste Reise. Dann werden wir Reichtümer anhäufen und uns jeder einen Namen machen. So, so. Na, da bin ich ja mal gespannt. Warum hat dich Slane in seiner Crew aufgenommen? Ich war früher einer der besten Diebe. Es ist mir gelungen, einem Händler einen besonderen Edelstein zu stehlen. Slane wollte ihn haben und wir haben dann einen Deal gemacht. Du hast ihm den Stein gegeben und dafür darfst du für ihn arbeiten? So ist es. Hört sich nach einem guten Deal an. Nicht wahr? Was ist denn das Wertvollste, das Slane je erbeutet hat?
Das weißt du nicht? Den Blutopferdolch, natürlich. Ja, okay, das war mir ja irgendwie klar. Das wusste ich ja eigentlich. Und wo befindet sich der Dolch jetzt? Er hat ihn natürlich versteckt. Aber wo, sage ich dir nicht. Ach, verdammt. Der Kerl wird uns nichts sagen. Ich bin ja nicht blöd. Können wir den nicht einfach betrunken machen? Hast du den Dolch schon mal gesehen? Was spielt das für eine Rolle? Du stellst mir zu viele Fragen. Stell dich bei Alvarez an, wenn du den Dolch willst. Du stellst mir zu viele Fragen über Dinge, die dich nichts angehen. Was hat Alvarez mit dem Dolch zu schaffen? Er und Slane haben einen alten Deal. Alvarez hat uns mal ausgerüstet und wollte als Gegenleistung den Dolch. Alvarez pocht jetzt auf seinen Deal und glaubt einfach nicht, dass der Dolch nicht hier ist. Und, ist er hier? Nein, Mann, sonst würde Slane ihn doch rausrücken, oder? Ja, ich frag ja nur. Es gibt auch nicht sowas wie Lügen. Sowas funktioniert in dieser Welt nicht. Naja, wir brauchen ja noch einen Steuermann. Den sollte man doch hier in der Kneipe finden. Wir reden mal mit dem Kneipenwirt als erstes, würde ich ja sagen. Ja, groß ist die... Ah, der neue Kapitän besucht den Hexenkessel. Die berüchtigste Bar in der Südsee. Das erste Getränk geht aufs Haus. Was kann ich dir anbieten? Dann nehme ich einen Rum. Gib mir einen Rum. Rum ist vielleicht gerade ein bisschen teuer. Nimm ein anderes Getränk. Super, dann bitte einen Grog. Einen Grog, bitte. Den letzten Grog habe ich gestern an den Säufer Miles verkauft. Ich bin untröstlich. Wie wär's mit einem Schnaps? Tut mir leid, Schnaps ist geradeaus. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Nein, nein. Es ist nur so, seitdem diese Ungeheuer die Meere unsicher machen, kriege ich kaum noch Lieferungen. Ich hatte gehofft, du bestellst ein Bier. Hier hast du eins. Toll, danke, ein Bier. Naja, gut. Was ist denn so los hier? Hier tanzt der Bär. Ja, merkt man. Nicht? Geht so. Normalerweise ist die Bude rappelvoll. Aber es kommt ja kaum einer hier an. Und das alles nur, weil mir diese miesen Kraken- und Wasserleichenmonster das Geschäft vermiesen. Ja, echt mal. Aber solange ich keine Selbstgespräche führe, lass ich den Kopf nicht hängen. Nicht wahr, alter Junge? Du hast die Leute noch immer bei Laune gehalten. Ja, schon klar. Wie bitte? Hast du was gesagt? Ja, ja, der und seine Selbstgespräche. Kennt keinen, der sowas machen würde, ne? Du bist ein kleiner Witzbold, hä? Huh? Du magst Witze. Willst du einen hören? Na, jetzt bin ich ja gespannt. Na gut. Also, kommt ein Pferd in eine Bar, sagt der Barkeeper, warum so ein langes Gesicht? Mhm. Gut, wa? Ja, voll gut, ne? Schon mal was von Mara gehört? Oh, du kennst sie auch. Ich hatte die Alte mal eine Zeit lang zum Putzen eingestellt. Aber da hatte hier keiner mehr was zu lachen, sag ich dir. Eigentlich meinte ich das Seeungeheuer. Ja, eine Meerjungfrau war sie wahrhaftig nicht. Ja, wenn es so einfach wäre mit Mara, ne? Ich suche Nesir. Weißt du, wo er ist? Nesir? Den Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Der arme Kerl war dünn wie ein Gerippe. Hat den letzten Winter nicht überlebt. Oh, na toll. Naja, du kannst immer noch sein Grab besuchen. Er liegt hier auf dem Friedhof am Haus der Kapitäne. Hier, ich zeichne es dir auf deiner Karte ein. Danke. Wie einfach so, oh, na toll. Oh, hast du was von Eldrick gehört? Ich suche einen Druiden namens Eldrick. Was denn? Du suchst diesen alten Knacker? Du kennst ihn? Kennen? Ich? Solche Idioten will ich nicht kennen. Aber er war hier. Faselte was von geflügelten Unholden, Tempeln und so'n Unsinn. Wir haben ihn alle nur verdutzt angesehen. Da ist er wieder zur Tür raus. Ja, was meint er denn mit geflügelten Unholden? Geflügelte Unholde? Junge, was weiß ich. Wenn du mich fragst, hat er nicht alle Tassen im Schrank. Leute wie der bleiben nicht lange in der Stadt. Möchte wetten, dass er irgendwo im Inland herumgeistert. Frag doch mal die Jungs da draußen. Vielleicht können die dir weiterhelfen. Mich würde ja eigentlich mal mehr interessieren, wer es überhaupt auf diese Insel geschafft hat. So ohne Schiff und so, ne? Also, ich bezweifle, dass er mit Captain Slane mitgefahren ist und ein anderes Schiff liegt nicht im Hafen. Also, schon etwas seltsam, aber okay. Die Jungs da draußen? Ja, am besten du fragst Bill. Der steht Tag und Nacht am Nordeingang der Stadt. Er kriegt eine Menge mit. Vielleicht hat er deinen kauzigen Freund gesehen. Die Hauptsache ist, du schleppst mir den Kerl nicht wieder in meine Taverne. Ja, echt, Kundschaft. Wo könnte ich denn sowas gebrauchen?
Woher bekommst du deinen Rum? Das ist ein Geheimnis. Tatsächlich? Ja, es gibt eine Bergquelle in der Nähe, die reinen Alkohol spendet. Aber sie droht auszutrocknen. Fängst du schon wieder an? Schon gut, guck nicht so ernst. Ich handle normalerweise mit Buß auf Takarigua. Aber es gibt nicht mehr so viele Schiffe, die zwischen den Inseln umherfahren. Daher ist er mir noch die letzte Lieferung schuldig. Aber Moment! Du hast schließlich ein eigenes Schiff. Ich sag dir was. Wenn du mir den Rum besorgst, gebe ich dir 1000 Gold. Na? Das klingt gut. Gerne doch. Ich besorg dir den Rum aus Takarigua. Sehr gut. Sag Buß, dass ich dich geschickt habe. Dann wird er dir die Lieferung geben. Alles klar, na gut, aber das werden wir, wie gesagt, wir müssen ja erstmal unser Schiff nachladen. Mit Wasser und so, und dann holen wir uns den Blutopferdolch und dann können wir ja mal nach Takarigua fahren. Kannst du mir was beibringen? Natürlich. Sag mir einfach Bescheid, wenn ich dir was zeigen soll. Ja, was denn zum Beispiel? Bring mir was bei. Was kannst du mir denn zeigen? Was willst du denn wissen? Schmerztöter. Besser einschüchtern, das ist doch gut, oder? Härte 4 habe ich doch, oder? Dafür bin ich nein, nicht gut ich habe nur Härte 3, verdammt. Naja, gut. Müssen wir mal schauen. Zeig mir, was du anzubieten hast. Was hast du denn da? Bloody Mary und Proviant, mein Gott. So, ich verkaufe dir erstmal Duelldegen. Ja, ich behalte ihn mal. So, das behalten wir alles. Die Gaganüsse benutze ich eh nie, den Piratenhelm. Das Ding kann eigentlich weg. Ich benutze ja keine Stichwaffen und der Glücksbringer kann eigentlich auch weg. Ich habe jetzt was Besseres. Ja, hier ist jetzt die Frage, ob ich die ganzen Ringe noch brauche. Müsste man gucken. Und dann habe ich hier unten ja noch, ich brauche keine 2 Schaufeln. Ich verkaufe dem mal ein bisschen hier Schwachsinn, den ich nicht mehr brauche. Ich habe 60 Goldbrocken, ehrlich. Da können mal 30 Minimum weg. Goldener Teller. 5 Affenstatuen. Zack, 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 zack. So, damit habe ich doch erstmal wieder ein bisschen Gold hier. Das ist so typisch für meinen Vater, dass er einem Toten einen Hinweis gibt. Vielleicht lebte er ja noch, als er den Hinweis bekam. Ach, das glaubst du doch wohl selber nicht. Geht jetzt also um Nisir, ja, gut. Raus ist die Macht des Meeres. Um Nisir kümmern wir uns gleich. Erst ich habe genug eigenes. Will ich noch gucken, ob wir noch einen Steuermann finden. Hey ho! Was? Achso. Hey ho, Captain! Ja, hey ho. Und? Schmeckt der Rum? Der Rum ist gut. Spencers Zeug ist das Beste, was du für Gold kriegen kannst. Ja, und du bist also Seemann, mein Freund. Du bist Seemann? Jep, Steuermann. Damals habe ich die dicksten Schaluppen gefahren. Lange ist her. Du hast nicht zufällig Verwendung für einen Steuermann? Ich? Nein. Ich habe schon einen. Ah ja. Und? Ist er gut? Ja, bisher sind wir schon angekommen, ja, denke ich mal. Bisher sind wir immer angekommen, wohin wir wollten. Das will ich meinen. Ich bin ein guter Steuermann. Ich würde dich nicht enttäuschen. Lass gut sein. Ich möchte meinen Steuermann lieber behalten. Netter Versuch. Na schön. Wie auch immer. Ich könnte wieder Wind um die Nase vertragen. Ja, ich wüsste da auch, bei wem du Wind um die Nase bekommen würdest. Ich denke, ich habe einen Job für dich. Was jetzt? Schmeißt du deinen Steuermann raus? Nein, das nicht. Moment mal. Ich soll doch wohl nicht etwa bei Slane anheuern, oder? Warum nicht? Wo ist das Problem? Auf dem Kahn von Slane sterben sie wie die Fliegen, sagt man sich. Da würde kein Schwein freiwillig anheuern. Ja, Kann ich dich nicht irgendwie überreden, mein Freund? Wie kann ich dich zu einer Heuer auf Slanes Schiff überreden? Ich werde keinen Fuß auf seinen Kahn setzen, Captain. Ach komm schon, eben, jeder hat einen Preis. Nenn mir deinen Preis. Nee, lass mal. Um Gold geht's mir nicht. Ich habe eine viel bessere Idee. Wir beide werden jetzt einen kleinen Wettkampf ausfechten. Was? Ja, wenn du gewinnst, heuer ich bei Slane an. Und was ist, wenn du gewinnst? Dann wirst du dir freiwillig die Fresse polieren lassen für die Frechheit, mir Slane andrehen zu wollen. das ist auf jeden Fall originell, das stimmt. Das ist ja richtig originell. Ori, was? Schon gut. Ja gut, okay. Von mir aus, wenn ich dich so auf Slanes Schiff kriege? Wie du willst. Ich bin dabei. Das höre ich gerne. Also, soll ich dir die Regeln erklären? Ja, bitte denn. Erklär mir die Regeln von deinem Wettkampf. Zuerst klopfen wir uns ein bisschen gegenseitig auf die Leber, bis einer gewinnt. Als nächstes musst du meinen Rekord im Rumkrüge leersaufen schlagen. Zu guter Letzt darfst du beim Flaschenschießen nicht weniger Treffer landen als ich. Verstanden?
Ach, ich dachte, mit Klopfen auf die Leber war schon das Trinken gemeint, aber... Naja, okay. Bist du denn gut? Na, das will ich meinen. Zeig mir einen hier, den ich noch nicht unter den Tisch gesoffen habe. Hm, das ist eine Herausforderung. Das höre ich gerne. Na dann, okay, los geht's. Okay, lass uns anfangen. Alles klar, auf geht's. Zuerst das Duell. Eine Sache noch dazu. Wenn du abhaust, zählt das als Niederlage. Ja, ja. Also dann, verteidige dich. Los geht's. Pistole. So, und dann nehme ich mir schon mal mein Salz. Hier. Oh, das hat ja gut geklappt. Der macht ja gar nicht mit. Der macht ja gar nicht mit hier. Du musst dich schon wehren, Freundchen. Moment, das ist die falsche Taste gewesen. Wo liegt meine Pistole? Da unten. Mach schon. So, jetzt aber. Sorry, das kann mal passieren. So, Salz hier. Und zack. Worauf wartest du? Ganz ruhig, Kumpel, ganz ruhig. Das war dumm. Ich muss echt aufpassen. Okay, komm. Komm zur Sache. Ich will mal kontern hier. Ich krieg's gerade mit dem Kontern nicht hin. Hier, blenden. Und zack. Und Pistole. Und zack. Komm zur Sache. Schade, ich wollte eigentlich einen Konter machen, aber was soll's. Was soll's, kann man leider nicht ändern. Irgendwie kriege ich den gerade nicht hin. So, erstes hätte ich gewonnen. Das war ein guter Kampf. So, das war das Duell. Jetzt wird gesoffen. Auf geht's. Jetzt also seine perfekte Disziplin, oder wie? So, die kleinen Flaschen los zuerst. Geht's. Shit. Großen sind nicht ganz so schwer. Gut gemacht. Haha, ich bin der beste Säufer. Damit müsste ich doch schon gewonnen haben, oder? Jetzt wird geschossen. Du musst mehr Treffer als ich. Also triff 7 Mal. 7 Mal. Sollte machbar sein. Ich meine, ich habe doch eh schon mehr jetzt als... Also theoretisch. Oh, das war... Geht gut los. Oh. Das war eine Bombe, oder? So, jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Das lief damals bei Jack wesentlich besser. Jack sag ich schon hier bei dem anderen Typen auf Takarigo war. Oh. Alter. Was ist denn heute los? Ich krieg's ja gar nicht gebacken. Mehr Glück beim nächsten Mal. Das war schlecht. Das war richtig schlecht, aber ich müsste trotzdem gewonnen haben, oder? So, unser Wettkampf ist vorüber. Dann wollen wir doch mal sehen. Das Duell hast du gewonnen. Beim Saufen hast du mich unter den Tisch gesoffen. Punkt für dich. Das Schießen lief nicht so gut bei dir. Ja, ja. Ich halte weiterhin den Rekord. So, du gewinnst den Wettkampf. So, also. Ich hab dich geschlagen. Ah, mein Schädel. Sieht ganz so aus, als hätte ich verloren, was? Yep. Oh Mann, na gut. Ich werde bei Slane anheuern. Ich hoffe nur, dass er mich nicht gleich nach dem ersten Mond an die Haie verfüttert. Na, das hoffen wir mal, ne? Von daher... Ich muss mich jetzt verabschieden. Gute Reise, Steuermann. Ja, wünsche ich dir auch, Captain. Ich melde mich bei Slane, sobald ich meine 7 Sachen zusammen habe. Sehr gut. Wir sehen uns auf See. Alles klar, gut. Damit hätten wir Punkt 1 schon mal abgeschlossen. Perfekt. So, und wenn wir jetzt eh schon mal hier draußen sind, würde ich jetzt einfach mal sagen... Friedhof beim Haus der Kapitäne, da suchen wir mal nach Nesirs Grab und damit nach dem nächsten Hinweis. Oh, da ist auch eine Grabwurzel und ein Affe. Oh, da war schon das Grab. Das war dann wohl Nesir. Ich wollte eigentlich erst die Grabwurzel aufheben, aber ich bin wohl aus Versehen schon auf dem Kreuz gelandet. Ja, das lief irgendwie nicht so gut mit dem Schießen. Ich dachte eigentlich, ich bin da relativ gut drin. Ich habe nur 5 Dinger getroffen. Es war echt nicht doll, um ehrlich zu sein. War nicht so gut. Komm schon. Bisschen komisch. So, die Karte zu Nesirs Grab. So, jetzt nehme ich aber erst die komische Grabwurzel mit. Die bringt mir zwar eh nicht viel, aber egal. So, O'Connell, da, Nesir. Wen haben wir hier noch? Murray, Gibson und Wally. So, dann gucken wir mal in den Schatz. Was ist da drin? Ein Knochen. Und 10 Gold. Da ist kein Hinweis drin. Seltsam, dass mein Vater Pirat geworden ist und kein Totengräber. Ja, die Sache ist... Achso, ja, das hat sie doch alles mitgekriegt, ne? In Nesirs Grab war eine Kiste vergraben. Aber sie scheint schon geplündert zu sein. Das klingt nicht gut.
Ohne den Hinweis können wir die Rätsel vielleicht nicht lösen. Wenn du den Schatz haben willst, haben wir keine andere Wahl. Dann halte bloß die Augen offen, wenn wir da sind. Alles klar, okay. Wir haben jetzt alle Tagebuchseiten, die wir finden können. Gut. Das muss ausreichen, um sein Rätsel zu lösen. Dann müssen wir jetzt nur noch Harlock finden. Los, ich kann es kaum erwarten. Hi, Captain. Lass den Blödsinn. Gut, also wir müssen jetzt noch Harlock finden. Der soll ja bei Garcia in der Mannschaft sein. Das werden wir schon hinkriegen. Apropos Garcia. Garcia, der vierte Kapitän, hat wohl gute Kontakte bei der Inquisition. Wenn wir ihn finden wollen, sollten wir zurück nach Caldera fahren. Sag mir einfach Bescheid, wenn wir unseren Kurs ändern sollen. Ja, aber nicht jetzt. Wir haben erstmal ein Problem, und zwar... Der Admiral hat ein Handelsverbot über die Stadt verhängt. Als hätte der Befehl von irgendwem dich schon mal von irgendwas abgehalten. Naja, es wird schwierig, unsere Vorräte aufzufüllen, wenn die Leute hier nicht handeln dürfen. Du kriegst das schon hin. Ja gut, wir schauen mal. Und dann? Slane hat ganz schön Ärger mit dem Admiral. Und weiter? Was geschieht jetzt? Slane will uns zu seinem Blutopfer Dolch führen. Der soll sich auf einer anderen Insel befinden. Das hört sich doch gut an. Ja, aber ohne Schiffsausrüstung kann er nicht ablegen. Dann beeil dich und besorg den Kram. Ich will hier keine Wurzeln schlagen. Ja, ich bin ja schon dabei. Okay, gut. Damit haben wir die Sache schon mal geklärt. Dann würde ich einfach sagen, wie wir uns weiter in Antigua umsehen und dann auch mal schauen, ob wir vielleicht noch ein bisschen Schiffsausrüstung bekommen können, jetzt wo wir ja schon die erste Sache erledigt haben, und zwar ein Steuermann. Das würde ich sagen, seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Risen 2 Dark Waters. Bis dahin. Ciao.